Josh, Glückwunsch zum Weiterkommen. Das war hier heute beim 2:0 ja, ein hartes Stück Arbeit, oder? Ja, es gibt kein einfaches Spiel in Europa League, deswegen wir spielen diese Wettbewerb und deswegen alle Mannschaften, sie wollen international spielen. Und wir haben gesehen, dass heute das war nicht einfach, aber wir wussten schon, das ist eine Mannschaft, die haben nur 15 Tore gekriegt, sodass wir erst hart ein Tor zu schießen, aber am Ende wir haben das geschafft, wir haben 2 Tore geschossen, keine gekriegt, so das ist schon gut. Hast du beim Tor von Günni in der 90. gedacht, endlich ist der Sack zu? Ja, weil wir haben gesehen, dass in der zweiten Hälfte, das war schwer, sie hatten drei Chancen gehabt. Aber wie gesagt, wir wussten, dass wir nicht einfach sein. Der Mannschaft hat sehr gut gemacht und das Wichtigste ist, weiterzukommen. Jetzt ist der zweite von 3 wichtigen Schritten getan. Wie blickst du auf die Playoffs heute? Athen führt aktuell 1:0. Ja, Freunde, es ist ganz egal, ob wir spielen gegen Athen oder gegen diese Schweizer Mannschaft. Wir wollen in Gruppenphase gehen und das heißt, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Merci beaucoup. Nein. Eine Frage zu deinem Tor noch, mein Freund. Das muss noch sein. Du hast bei der Ecke, hast du noch vorher was gerufen? Das haben wir gehört. War das eine einstudierte Variante? Erstmal Glückwunsch zu deinem Tor natürlich, Capitano. Ja, vielen Dank. Ich schieße nicht so oft Tor, so das muss man sagen. Aber das ist eine Variante, haben wir geübt gestern im Training. Und wir wussten, dass wenn Admir macht ein besonderes Zeichen, dass Renato muss den Ball näher verlagern. Und der Ball ist gekommen, so ich danke Renato und ich hoffe, dass wir noch mehr kommen. Jetzt aber, merci beaucoup. Max, Glückwunsch zum zweiten von 3 ganz wichtigen Schritten. Heute war ein hartes Stück Arbeit, hatte ich so das Gefühl. Ja, ich glaube, Dessen hat es sehr, sehr ordentlich gemacht. Wir haben uns immer wieder vor Probleme gestellt. Ich glaube, wir hätten es ein bisschen ruhiger spielen müssen, speziell auch nach der roten Karte. Ist uns heute nicht so gelungen. Aber ich glaube, es zählt nur eins, dass wir weitergekommen sind. Und am Ende sieht man 2:0 und ich glaube, dann war es sehr souverän. Hast du dir beim Tor von Guinea gedacht, endlich ist der Sack zu? Ja, so viel endlich nicht. Ich habe einfach nur gedacht, jetzt ist der Sack zu und jetzt brennt nichts mehr an und so war es ja dann natürlich auch. Aber ich glaube schon, dass wir es zu spannend gemacht haben, dass wir ein bisschen cleverer, ein bisschen ruhiger hätten spielen müssen. Wenn uns das ein bisschen phasenweise ist, ist uns das auch gut gelungen. Aber das war natürlich nicht immer so. Dann kommen wir ein bisschen ins Straucheln und dann ist es vom Gefühl her auch immer nicht ganz so cool, wenn du dann immer wieder mal den Ball verlierst, wieder hinterherläufst, wieder in den Konter reinläufst. Das hätten wir noch ein bisschen cleverer ausspielen müssen, aber wir haben 2:0 gewonnen, das ist was zählt. Das erste Tor von Josh, er hat uns gerade erzählt, das war eine coole, einstudierte Variante. Man hat ihn noch rufen gehört und dann ist der Ball auf den ersten Pfosten gekommen. Sah ganz gut aus, ne? Ja, das tatsächlich, dass das so gewollt war. Das glaubt man gar nicht bei uns, aber es war wirklich tatsächlich, haben wir das so einstudiert und natürlich super, dass es so funktioniert hat. Jetzt geht es in der Bundesliga direkt weiter. Freiburg nächster Gegner und danach geht es in die Playoffs. Stand jetzt wird es Athen, die führen gerade 1:0, die sind in den letzten Minuten, heißt wieder ein weiter Flug, aber der letzte Schritt wird auch genommen, oder? Ja, selbstverständlich. Wir machen jetzt erstmal das Spiel Freiburg, versuchen jetzt so schnell es geht zu regenerieren, dann fliegen wir dahin. Ich hoffe, dass wir dann mit einem guten Ergebnis nach Hause kommen und klar, dann wollen wir natürlich auch in die Gruppenphase einziehen. Vielen lieben Dank. Ciao.